Zocken mit Sohn! So, jetzt nur oben, seht Paper Mario. Paper ist ja Papier, ne? So, da findet Mario und seine Komplizen findet alles auf ein Papier statt. Jetzt lass man es nur, wie das funktioniert. Sieht ja schon eigenartig aus. So, viel Besuch hier, links und rechts. So, in Köln würde man sagen, es rennt. Oh, es regnet. Oder es regnet. Ja, übrigens, wenn die aus Papier sind, dann darf es doch nicht regnen. Die weichen doch auf, oder nicht? Guck dir das mal an, wie das aussieht. Wer war das denn? Prinzessin Peach. Ah, Peach war das. Ach, das war eine nette. So, da erzähl mir uns, worum jeder denn da in dem Spiel? Ja, man muss alle Farbsterne finden. Alle 6 Stück. Ach, ist das ein Auftrag? Genau. Das ist der erste, ne? Ja. Die Grafik ist ja schön, du. Gefällt mir richtig. Ja, nicht schlechte Idee, du. Ne, mit dem Papier. So, jetzt geht es mit dem Schiff wohin? Ist das egal, oder? Ja, die kommen, glaube ich, erstmal zu Port Prisma an. Ist denn da alles aus Papier? Nee, ne? Glaube ich nicht. Nee, nur die Figürchen, ne? So, da wären wir. Das ist also das berühmte Port Prisma. Hier ist es so friedlich und still, ziemlich still sogar. Ja, da taugt auch nichts. Wo sind denn alle hin? Da gehört Prinzessin, ne? Ach, das ist der Peach. Ja. Schön. Es tut so gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir sind hier doch am richtigen Ort, oder? Port Prisma? Ich hatte angenommen, Port Prisma wäre ein Urlaubsparadies. Doch dafür scheint es so still zu sein, denkst du nicht? Ja, das ist seltsam. Dabei habe ich extra Bescheid gesagt, dass wir kommen. Man sollte annehmen, dass es einen etwas herzlichen Empfang für Prinzessin Peach und den großen Mario gibt. Doch jetzt lass uns ja nicht. Ich will doch wissen, was jetzt los ist. Stichwort Mario. Ja, was macht er denn da? Mario, wir sind hier. Komm an Land. Ach, der Fuhle Labbes ist noch in dem Schiff. Ach, jetzt guck mal hier, jetzt wird er aus dem Papier, wird jetzt Mario. Er ist zusammengeknüllt. Ja, das ist gar keine schlechte Idee, ne? Das funktioniert aber nicht. Irgendwas passiert da. So. Ha! Du siehst aus wie ein weggeworfenes Bonbonpapier. Ja, hast du recht. Ja, ja. Mal gucken, wann er geglättet wird. Achso, ich muss ja auch andrücken, Pammer. Da ist er! Da ist der Junge. Schon ist er wieder glatt. Schick siehst du aus. Nun, ich werde noch einmal einen Blick auf diese Postkarte werfen. Mag ja gar nicht daran denken, dass sie in Wirklichkeit aus einem gefalteten, farblosen Ted besteht. Mit Ted besteht tot. Ah, tot besteht. Ja. Ja, man muss auch lesen können, ne?
Ja, wollen die jetzt hier den ganzen Tag da stehen und quatschen, oder? Ja, das geht bestimmt mal los. Ja, das will ich aber schwer hoffen. Ich auch, ne? Ja, das ist auch ein ausgezeichneter Plan. Genau, jetzt sieht er raus. Ach Gottchen. Aha, jetzt geht's los. Jetzt geht er los. Jetzt geht er los. Wie die Kölner sagen, Ajuja. Es ist viel zu still, ja, wissen wir ja. Das stimmt doch etwas nicht, das stimmt. Das stimmt, die befürchten etwas. Da geht man zum Brunnen. Ja, wie das aussieht, ne? Nicht schlecht gemacht. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn die aus Papier sind und die haben Durst, die können doch ja nicht trinken. Das heißt, sie dürfen nicht im Wasser fallen. Oh. Den Hammer holen hier. So. Und dann? Was habe ich den Hammer erhalten? Ja, für was brauche ich den? Ah, jetzt kann ich die Kisten da kaputt schlagen mit dem Hammer. Ach, jo, 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 jo. Dazu muss ich auch B drücken. Ja, steht dran, ne? Oh, ein paar Münzen drin. Oh, Mücken. Mücken. Ja, somit sind wir schon ein bisschen reicher geworden. Schön. Oh. Zack, zack. Jawohl, pack dir die Kohle ein. Oh. Könnten alle mal was gebrauchen. Zack. Da sind überall so Münzen versteckt, ne? Oder auch Sterne. Bitte? Nur Münzen sind da drin, ne? In der Kiste, oder? Ja, später aber, glaube ich, auch Farbe, würde ich sagen. Au ja. So, jetzt ab in der Stadt. Auf geht's. Komm ins Lure, was das da Neues gibt. Ja, aber trotzdem noch alles leer, ne? Ja, da kommen die Farbsterne, die großen. Was kommt da hin? Farbsterne, große Farbsterne. Aha. Und diese weißen Flecken, die müssen wir auffüllen mit Farbe. Ach so, ja, ich sehe es, sehe es. Das sind so farblos Flecken. Ja, das ist ja eine richtige Geisterstadt. Ja, dann macht er. Also, ja, dann wirklich. Sieh mal einmal nach. Oh, was passiert jetzt? Jetzt, alles kommen die, der Malkasten kommt jetzt. Sieh nur, der Brunnen scheint sich eine Art Mechanismus zu befinden. Ja, mach hin. Schauen wir uns das mal an. Ansehen, ansehen. Oh. Ja, blau, gelb. Blau soll ich schlagen, gelb ziehen, rot springen. Also, auf geht's. Blau schlagen, gelb ziehen, rot springen. Ja. Genau. Rot ziehen, ne? Nee, rot ist springen, gelb ist ziehen. Also. Träger ein paar. Ziehen. Wo ist gelb? Aha, da kommt noch nicht hin. Alles, was gelb ist, soll ich irgendwie ziehen, ja. Sag mir jetzt, wo ist denn hier gelb? Da, da, da ist doch was Gelbes. Ach, die Blume wahrscheinlich, die gelbe. Ziehen, da. Das.
Den roten muss ich springen. Ne? Ach, ich glaube, ich weiß was. Der Block hier. Ja. Das hast du aber jetzt geraten, oder? Ah, ich hab's gesehen von der Ferne. Den. Es open the door. Jetzt haben wir den Regenbogen, ne? Nee. Ja, ein Farbeimer. Ach so, das ist ein Farbeimer? Ja, da kommt nachher mit mir mit, Mann. Steht auch drauf. Hm, das ist ein Farbeimer. Pass auf, dass die Klappe jetzt nicht zugeht, du. Da hängst du eine Farbe drin, du kommst nicht mehr raus. Ja. Ganz schnell nehmen und abhauen. Irgendwas? Kann ich den Hammer draufhauen? Den Hammer, meinst du? Aha. Ach doch. Fabian heißt er. Fabian. Ja, passt ja zu dem Eimer, ne? Na, ja, beschwert sich. Geht aber schnell, ne? So schnell kann doch kein Kind lesen, oder? Was hat der denn jetzt? Er schreit. Uha. Wer war das? Ja, was war das? Ich hab nichts gesehen. Stopp, weg von mir! Das klang ganz wie tot. Könnte verletzt sein. Schwierigkeiten mit Finnen. Wir kommen tot. Ach, gibt es dann ihn auch übrigens ein Spiel von? Von tot? Ja, Kettentod. Ja, meine ich doch, meine ich doch. Jetzt habe ich das erstmal verstanden. Aufhören! Aufhören! Meine schöne Farbe! Liebe Güte, was tut dieses Monster denn da mit ihm? Mario, Hilfe! Kann meine Hose nicht mehr spüren. Aber ich habe etwas Nützliches gefunden. Ist das ein Staubsauger oder was ist das? Stroh, ne? Ach so, ein Strohhalm. Ja. Kartenset erhalten? Für was? Ach, hat er die Farbe ausgesaugt, ne? Ja, genau. Codeney! Wie zu viel Karten kannst du diesen Strohhalmsauger Paroli bieten, Mario? Bist du da? Ist doch ein Staubsauger. Staubsauger, so. Oh. Hast du Farbe? Ja, klar, ja, haben wir Farbe, der Farbtopf. Was haben wir? Was? Saft. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ich dachte, das wäre so ein Farbeimer. Der hätte jetzt hier so super Dinger drin. Du. Ja, aber der ist leer, der Farbeimer wahrscheinlich. Ach, der ist leer? Ja. Ja, gut. Mario, du musst mich ausquetschen. Ja, klar. Drücke A, wenn du neben mir stehst und gib mir einen herzlichen Umarmung. Jetzt kriegst du Farbe. Jetzt kriegst du Farbe. So, oben links. Vor-
Jawohl, ja, wie beim Drucker, ne? Rot, blau und gelb. Ja, die Grundfarben, ne? Ja. Uff, ich fühle mich so schlank und leicht. Fühlt ihr euch auch etwa? Gut, und jetzt mal zum Thema. Die Farben, die von mir erhalten hast, besteht im Wesentlichen aus meinem Blut, meinem Schweiß und meinen Tränen. Ach, das ist nicht lach. Na gut, nicht wirklich, natürlich. Jedenfalls kannst du sie dazu verwenden, mehr aus den Karten herausholen, die der Tod dir gegeben hat. Ja, dann lass mal sehen. Auch da kommen dann mehr hier solche Schlümpfe hier. Wie nennt man Scheigeist, diese Gegner? Scheigeist? Ja. Scheigeist, ja. Ich dachte, das wären von den Kuckucksklänen da irgendwie welche. Ah ne, die heißen anders, ne? Ja. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, jetzt wird ja viel gequatscht dabei, ja? Ja, das ist ja die Einleitung. Ja, ja. Ah ne, ja nicht mehr, ne? Jetzt kommt zum Kampf. Also jetzt hier steht auch mein Gamepad. Also hier sind alle Karten, die du vor dem Code erhalten hast. Man nennt sie nicht ohne Grund Kampfkarten. Na, kannst du das denn mal zeigen? Je nach Karte kannst du kannst du folgen. Je nach Karte kannst du in dem Kampf eine andere Aktion ausüben. Die Bilder auf den Karten sind ein Hinweis darauf, wie die aussieht. Sieh dir zum Beispiel hier einmal an. Da sind zwei Schuhe drauf zu sehen. Na gut, da zieht man ja nachher. Ne? Das bedeutet, dass du mit dieser Karte zwei Schrittanpassungen ausüben kannst. Ja, gut. Die Anzahl der Symbole auf einer Karte gibt an, wie oft du angreifen kannst. Dieser Stiefel in Übergröße hier lässt dich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Ey, so viel steht da gar nicht auf dem Gamepad drauf. So groß ist das Ding doch gar nicht. Doch. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Ja gut, auf geht's. Gut, jetzt wählst du eine Karte und ziehst sie in dieses Feld. Und jede? Jetzt muss ich auch bereit drücken. Ja. Ist das etwa dein erster Kampf? Ja, so sieht er aber aus, so. Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Berühre dazu einfach die Karte mit deinem Finger. Je mehr du sie einfärbst, desto stärker ist sie auf dem Kampf. Ja gut, mach mal. Ich will jetzt endlich mal was sehen. Ich will hier kein Referat halten, ich will Action sehen. Die Präsentation brauche ich auch nicht so halten. So, die Karte haben wir jetzt. Auf, los, geht's los. Ja, ich denke mal, das sollte man am Anfang mehrfach mal ausprobieren, so einfach scheint das doch nicht zu sein, ne? So, der ist schon mal weg. Zack. Ja, komm mit. Sieht aus wie Horstlichter. Mach den auch noch kaputt. Ah, das ist der Gegner, oder? Mal den richtigen Moment anrufen. Ach so. Zu blocken. Oder auf dem Bildschirm kannst du auch blocken. Also liebe Leute, schaut auch gleichzeitig auf euren Gamepad. Da wird alles nochmal erklärt und beschrieben, was ihr also dort zu tun habt. Damit dann auch so abläuft wie hier. Was wir sehen. So, das waren drei auf einem Streich. So, und Tod ist jetzt wieder lebendig.
verdaut. Lassen uns beten. Ha! Ich verhungere sehr. Man hat Papierhunger. Pommes rot-weiß. Pommes rot-weiß. Ja, das sagt man in verschiedenen. Ja, ja. Ich glaube, das sagt man so im kölnischen Raum, sehen wir das. Pommes rot-weiß. So, kippt die Farbe auf der Papier und dann ist das Jod. Ja, das stimmt, das stimmt. Durch Farbe wird die Welt richtig schön. Genau. Nur beim blauen Auge sieht das anders aus. Das wird dann nicht mehr schön. Also wenn ich mit WAB drücke, haut er normal mit dem Hammer. Hallo. Auf X haut er auch mit dem Hammer und macht dabei die Farbe dann. Ja, dann mach mal los. Oh, Farbe ist auch schon fast alles weg. Das macht er mit B, wisst ihr, und auf, wenn ich auf X drücke, macht er das. Ach, da ist er ja wieder, der Jung. Ist er wieder lebendig. Ich lebe. Ja, das ist klar. Ohne Farbe wirst du noch nicht erkennen. Ich mach dir Farbe. Das ist die Mafia-Farbe, ist das da unten. Ja, 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 der Farbeimer war das. Hat dir das Leben gerettet. Hat das auch ein guter Name, ne? Strohhalm-Schurke. Schön. Gefällt mir. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, schlag den Hammer mal. Gib mal Gas. Ja, also die quatschen sich ja dumm und dämlich. Da gibt ja kein Wunder, dass da keiner in der Stadt wohnt. Ja, da will ich auch abhauen. Und so, wer erzählt da jetzt was? Jetzt haben wir blau. Was haben wir denn jetzt? Willkommen Wilk. Wilk ist das? Willkommen Wilk. Willkommen Wilk, der ist blau, der sieht ja aus wie tot. Mario? Nein, unmöglich. Mario würde niemals den langen Weg bis zur Insel Prisma kommen. Was bist du? Egal, schau ruhig einmal in meinen Kartenladen mit blauen Viertel vorbei und investiere was. Tschüss. Boah, jetzt genug gelabert hier. Ja, würde ich sagen, sonst kommt dann alles im Altpapier. Hol ich mir Neues. Ach, da ist diese Kriegfarbe, ja. Ja, das sind alles Farben. Und da, Farbe fehlt vom Baum. Na, so einen Baum suche ich mir auch noch. Könnte ich jedes Jahr neu streichen. Die kriege ich kaputt. So. Oh. Macht der denn da schon wieder? Also den musst du wirklich am Band mitführen, du. Da haut den ab. Ja, so sind die Kinder, ne? Neugierig. Da wohne ich auch. Ach, da, da drin wohnt der Typ. Ach, da, da wohnt er? Ja, da wohnt er. Und tschüss. Okay, gehen wir mal dahin. Ja, klopfen wir mal an. Und Tag, wie ist es? Gut geschlafen. Das sieht aber aus wie ein Abstellkammer. Guck mal, ganz oben links ist ein Spinnennetz. Versuch da mal ranzukommen. Der
Rum ist wirklich ausgetrocknet, nicht wahr? Was hat der denn da für ein Haustier rechts? Geh mal an einem Spinnennetz da oben. Kommst du dran? Nee. Hat doch keine Verwandtnis, glaube ich. Sag es nicht. Ja, dann sprech mal mit ihm. Wenn der Tarantula dran hängt. Wie heißt das Tier denn da rechts? Das heißt Gumba. Gumba, Gumba ist das? Das ist ein Gumba, ja. Gumba, Gumba, da steht das ja auch. Gumba, Gumba. Kommen die nicht aus Afrika? Dann legen wir los. Welchen Aktionsbefehl möchtest du als ersten üben? Springen haben wir ja gerade gemacht, machen wir mal Hammer. Ja. Also ich habe das Gefühl, bei dem Spiel bin ich wieder irgendwo bei Max Greger Show. So. Da wäre wird was. So, fertig. Los! Welche Aktion wofür möchtest du jetzt üben? Blocken? Keine. Keine. Gut. So geht das auch. So, da steht es ja. Mach mal ein Fragezeichen. Auf hier im Bettchen. Gehen wir zum Brunnen. Und fangen an zu. Ah ne, die sind ja nicht alleine. Stimmt ja. Geht ja nicht. Oh, hab die Prinzessin geschlagen. Ja, da wollte ich ja gerade singen, ne? Aber findet das denn jetzt alles nur da drauf statt? Es gibt da viele Welten noch. Ja. Ach, da ist ein Farbeimer drin, ne? Der ist ausgetrocknet. Da schüttet doch Wasser hinterher. Nichts zu machen. Machen du nichts. Alle fort. Sie sind fort, sie sind alle fort. Labern die schon wieder erstmal. Ja, also da verschlägt sich die Brille, du. Moment, was riecht denn hier so? Das riecht ja wie, ach, wie ein Farbstern. Da oben ist er. Nur, da ganz oben. Da ist ein Farbstern. Genau, ich wusste es, ich wusste es. Aber leider noch kein großer Farbstern, der ist weiter weg. Ja, das ist ja. Guck mal, wie schön. Der Stern von Bethlehem ist da. Ja, wie kommst du denn jetzt da hoch? Da müssen wir einen Weg finden. Ja, das war gut. Ich bin zwar Farbeimer, aber ich weiß nicht so, ihr könnt mich Fabian nennen. Hehe, schön. Schön, ich weiß auch, woher der Name Fabian kommt. Ne? Also los, da geht es los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Wenn du plaudern möchtest, drücke einfach Blut. Nein, nein, wir wollen nicht plaudern. Das ist auch gut. Ne, ich zögere nicht, mich um Rat zu fragen, solltest du dich verlaufen.
Ja, hier, der Tod, den müsst ihr festnageln. Das stimmt, Papier ist geduldig, das ist wahr. So, jetzt kann diese farblos finden hier. Wie abgenutzte Hammer. Hör mal, ich hab Hammer, du, die sind schon 70 Jahre alt. Du hast nichts abgenutzt. Ach, das ist ja tot. Ja, was ist, wenn du jetzt von so vielen kleinen Tots hast? Wohin denn damit näher? Ja, wohin damit? Wo fahr, ja. Oder weißt du? Ja. Wenn man alle rote 50 Tots hat, dann kann man im Zirkus dann teilnehmen. Ach so, also wenn wir alle 50 Tots haben, können wir im Zirkus teilnehmen. Der Zirkus, wie heißt der Zirkus? Zirkus Lapis Lazuli. Lapis Lazius oder wie? Spekulatius oder? Spekulatius, Lapis Lazius, Spekulatius. Das ist ein schöner Name für den Zirkus. Gefällt mir. Es gibt auch Pontius Pilatus, der alte römische Kaiser. Nee, Pontius Pilatus, das war kein Kaiser. Nein, nein, das war hier so eine Art Bürgermeister. So. So, komm hier, ich will hier ein paar Tots noch haben. Tot. Ach, da am Baum oben links ist auch noch ein Tot, sehe ich. Ich sehe keinen. Doch, unterm Baum da. Liegt einer. Ach, das ziehst du an die Pilzmütze, ne? Ja, ja. Ja, so, jetzt lass dich doch nicht aufhalten. Gib mal Gas. So, jetzt aber. Wuche, quatsch dir. Ja, auf geht's. So. Das ist keine schlechte Idee, so einen Farbeimer drauf zu hauen, ne? Und dann kriegst du Mitgefühl. Abgenutzte Sprünge. Also ich bin ja immer begeistert, wie dir das alles herstellt. Es gibt auch so Arena. Arena gibt es auch. Schnickschnack Papier. Ach so, also das kommt auch da, ne? Ja, richtig. Da kann ich mich dran erinnern. Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. Es gibt acht Arena, das gibt acht. Rote Fahne ist hier, das kann man nicht machen. Ja, mir wird das wieder aufgefüllt. Ja, ich muss ja auf Gegenstände schleiern, kriegt die Erfahrung. Ach da! Oder wenn du die Worte abfällst, kannst du Farbe auffüllen und für die Roten kannst du wieder Leben auffüllen. Normale Pilze. Macht man hier alles wissen muss. Das ist wirklich passiert. Wir haben wirklich unseren schönen Prisma-Brunnen zerstört. Natürlich sorgen wir dafür. Ne? Ja, der Farbstern, da müsst ihr noch holen, ne? Ja. Willkommen im Roten Viertel. Ja, das hat man so, ne? Gerade im Ruhrgebiet, bei der SPD, ne? Rotlichtmilieu, ja? Ja, dann auch, ne? Wo ist Bietchen jetzt? Das. Ach, da ist sie ja. Mario sagt, immer Papier ist geduldig. Hier, Farbe leer. Links oben die Anzeige beachten. Rot. Rot fehlt. Denkt an, Rot ist tot. Na gut, dann gehen wir erstmal hier nach links. Das sieht doch nicht anders aus.
nicht im Wasser. Ne? Was ist denn, wenn du jetzt im Wasser reinspringst? Speichervorgang. Nee, lass dich mal fallen. Geht er nicht. Da geht nicht. Dann macht er den hier. Flattermann. Ach so. Ja, würde ich aber auch flattern, du. Wenn ich Papier wäre. Oh, es kommt so ein Kampf. Attacke! Bumba! Jetzt mal, bei dem kann man einen kleinen Sprung ansetzen, das reicht schon. Oh. Ein Sprung kommt dann. So, und was kriegst du jetzt dafür? Da habe ich Münzen gekriegt. Ja, da kriegst du aber die Farbe nicht mit voll. Hammerpapier. Eine Hammerpappe. Achso, da habe ich mehr Platz dann. In meinem Farbeimer da. So. Muss noch rot aufladen. Gelb wird auch, geht zur Neige. Ja, und blau ist immer voll, ne? Ja, ist ja auch ein Zustand, ist ja keine Farbe, ne? Ja, wenn ich grün einsammeln, wird blau voll und gelb voll. Ach so. Ja, blau und gelb gibt doch grün, ne? Ja. Nur noch rot. Rote Blumen schlagen, dann krieg ich rot. Ne? Ach. Aber nicht unendlich. Ne? Immer wenn ich das hier machen würde, rote Blumen zerschlagen, du. Das ist aber los. Im Jachten. Nicht die Brücke, bloß nicht die Brücke, warum nicht? Oh. Gemein! Der interessanteste Teil des blauen Viertels liegt auf der anderen Seite der Brücke. Ich bin zwar keine Expertin in Sachen Brückenreparatur, aber ich bin ein Experte in Sachen Brückenreparatur. Experten? Was das denn? Ja, da braucht es einen Brückenexperten. Haben wir nicht einen hier in Porta Prisma? Porta, 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 ist ein Spanier da unten irgendwo. Egal, die Brücke können wir wohl erstmal vergessen. Achso, da kommst du nämlich gar nicht rüber. Jetzt sehe ich das erstmal. Ja, stimmt. Die Brücke ist ja kaputt. Bei uns sagt man am Arsch. Aber ein bisschen rot hast du ja jetzt. Und wenn du eine Papierbrücke nimmst, wäre doch eine Idee, oder? Und dann da drüber. Ja gut, das sind ja Regeln, die müssen ja eingehalten werden. Da hat er noch einen erwischt. Jetzt haben wir drei, ne? Oder vier? Fünf? Vier. Vier. Vier kleine Tore. Ja, Ende gut, alles gut. Kaufen! Jo. Ach, das haben wir glaube ich noch nicht hier. Das ist das Ding. Hüpf. Pushen? Hüpf pushen. Aha. Dann kaufen wir noch mal ein paar. Hüpf pushen.
ja, jetzt kann man ja mit den Goldmünzen kann man ja was kaufen, ne? Ach so, mit Buschen, die schon eingefärbt sind, die kosten natürlich mehr. Die sind teurer, ja? Ja, dreimal teurer. Dreimal? Ja. Endlich doch. Das ist ja wirklich wie im wahren Leben, ja? Ja, dafür haben wir erstmal genug. Aber, doch, Pilz haben wir auch schon. Aber wir mal zwei. Ja, aber sicher doch. Sind wir wieder draußen. Ja, wir müssen aber nach oben. Wir müssen den Stern erwischen. Ja, ja. Gute Nacht, ich brauche noch mal wieder. Du bist ja Mario. Ich kann es kaum glauben, dass dieser Kerl mich erwischt hat. Ich habe gegen den allerersten Kumba verloren. Ja. Prisma-Museum. Prisma. Wo du die Karten einliefern kannst. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Ne? Wir werden hier mehrere Parts machen müssen. Ja. Wenn der Draht steht, bewegt sich nichts mehr. So, jetzt haben wir sechs, ne? Ja, ich glaube schon mehr, oder nicht? Ja, ich will mal zum Lapillatius hier. Da sind wir auch weit entfernt von. Kommst du erst hin, wenn du erst die fünf großen Sterne hast, dann kommst du erst am Ende hin. Ach du lieber. Da gibt es auch noch diese Dinos, die Feuer spucken können. Auch noch. Gut, dass die aus Pappe sind, ne? Aus Papier sind. Ja, dann muss ja irgendwo muss der ja angetrieben werden. Was soll man den Stecker mal reinstecken? Siehst du den hinten rechts? Den Stecker? Ja. Ja. Ne, ich auch nicht. Jetzt kommt's wieder zum Kampf. Attacke! Ist das roter Shuyu oder wie ist das? Shuyu? Nee, Scheigal. Scheigu. Zwei Stimmen. Perfekt. Oh, pass auf, das ist auch ein Tod. Vielleicht eine Maske, lass mal sehen. Oh, da gibt es auch die Farbe. Ne? Ja, mächtig, mächtig, schau drauf. Dass alles wieder voll wird. Hier kommt nun endlich Farbe raus. Ja, steckt ja auch ein bisschen Farbe in der Tasche. Jawohl, wenn Mario anfängt, du, dann geht's los. So, alles voll. Ja. Alles ist voll. Oh, das Rot verschwindet aber auch schnell wieder, ne?
Ja, die Kapazität steigert sich dann noch durch dieser Papphammer. Dann verschwindet das nicht mehr so schnell. Ja, sieht der Balkon wieder vernünftig aus. Ja, wir sind bald da oben. Ja, wenn wir den Stern haben, dann machen wir mit dem ersten Bad dann erstmal Pause. Da stand da Klopapier-Notfalltür. Ja, das ist eine Klopapierrolle. So, was hat man da immer in der Tasche mit, oder nicht? Und wenn du 6 Sterne hast, dann kommst du zum Bowser. Zum Bowser. Schwarzer Bowser. Und wenn du das geschafft hast, bist du so eine Bowser-Karte. Ja. Der Papa wird richten. Maximal ist es jetzt auf 140. Also geht ja nicht so schnell, ne? Was ist der Grüne denn? Ah, so ein Toad. Der grüne Mütze. Der Green Mütze. Jeder am Turm hoch. Ich komme! Schon wieder einer. Ah, nee, doch nicht. Schluss mit Schlüchtern. Yeah. Sind das Hüpfbuschen jetzt, ne? Ja, das war der normale Sprung. Also, perfekt. Ah. Ach, guck mal, hat er sich da... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau. So. Da rein jetzt. Wir haben sie rein. Ach Gottchen. Ein Held ist da. Wo ist denn Anushka Peach? Wo ist die denn da? Bleibt die am Brunnen alleine oder was? Ja, die ist da oben irgendwo. Oder die Anushka? Die Anushka? Es ist nicht gut. Ach, zu spät reagiert. Oh, hast du verloren? Ein bisschen Farbe abgenommen. Und der B abgezogen. So, jetzt auch. Richtig so. Mist, du bist ja wirklich ein was? Ein Held. Ein Held? Wow. Dann nennen wir uns demnächst Zocken mit Held, ne? Ja. Ach ne, deswegen. Ach, der Kütze, ach Gott, Gottchen. Ah, Prinzessin Peach, bitte erlauben Sie mir, euch verspätet in unserem bescheidenen Stadt willkommen zu heißen. Ach, ist der Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Ja, wir sind erschöpft, ja, von einer langen Reise. Nun, auf geht's.
Glück. Kommen wir denn jetzt da zum Stern? Ja, da kommen wir noch hin, ja. Schön, das Lämpchen geht an. Und Mario bleibt draußen. Ganz aufpassen. Ah, wie gemütlich. Ja, ja, ja. Da ist er, ja. Da ist sie ja. Ein schönes Schlafzimmer. Gumba, Gumba. So, die erste ist schon. Ah, stinkig sind sie. Die kleinen, aber oha. Das hier wird erstmal einen, nicht? Und. Attacke. Und. Ach du lieber Gott. Das hab ich. Und los geht's. Bingo! Pass auf, der kommt jetzt zu dir. Blocken! Und jetzt geht der noch einer auf den Mütze. Ja, ich bin hinter der Kamera am Tanzen und am Fegen und ha! Das geht richtig los. Ja, wenn das Spiel noch nicht haben, kann ich nur empfehlen. Also macht ihr richtig fehlt. Ja, natürlich wird das näher noch ein bisschen exklusiver. Kommst du auch später auf dem Piratenschiff noch? Ja, das geht richtig ab. Ja, fahren die denn anschließend von der Insel Prisma denn wieder weg? Oder bleiben die da drauf? Ja, ja, noch ab. So. Auch noch ab, ne? Roter Schlürfer. Super. Den haben wir schon mal. Ach, jetzt dreht sich das Rad. Ach, guck mal, wie schön. Jetzt muss ich das Rad ja auch drehen, ne? Ja. Ja, hol mir das Sternchen. Nicht mal das noch vergessen. Guck mal, wie schön. Ja, das ist Technik. Know-how. Denn da? Ist der Schöpf oder was? Ach, da oben ist der Stern.
Der muss jetzt da hoch. Ja, dann schauen wir erstmal hier, was da noch ist. Da ist nichts mehr. Doch, da oben. Abziehen. Achso, kann ich mit Treppe abschaffen. Ahoi! Schau mal an! Na gut, da können wir jetzt sagen. Jetzt kannst du auch. Ich würde da mal hochlaufen. So, als erstes würde ich mir jetzt was Leckeres essen zu bestellen. Eine leckere Pizza. Ja, das sieht ja schon richtig so italienisch, romantisch aus. Ne, beim Sonnenuntergang. Geschafft, wir haben es geschafft, jawohl, der Farbstern, die erste haben wir hier. Ja, dann würde ich sagen, unser erster Part haben wir erfüllt. Dann schauen wir mal. Dann werden wir mal im nächsten Part dann später mal einen Angriff nehmen. Ja genau, das war einfach Part 1. Da war 2 gefolgt. Ja, ich denke mal, das wird nachher noch ein bisschen interessanter. Da wird nicht so viel rumgequatscht. Er geht da richtig zur Sache. Echt? Hey, was geht da vor? Jetzt wird stürmisch ein bisschen, ne? Was haben wir denn jetzt? Wenn jetzt ein Bowser kommt. Der Bowser kommt jetzt? Ja. Also, das sieht ja gar nicht gut aus. Ne, sieht irgendwie auch, ne? Luftgaliere macht sich mit einem großen Eimer unserer Farbe davon. Haben Sie etwas so viel Farbe aus der Porta Prisma gestohlen? Schnappt ihr den Stern und los geht's! Anlauf! Alles geschafft! Herrlich! Ja, das war's wieder von uns. Erstmal die ganzen Taschen voller Farben. Und würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, ne? Oder? Ich gucke jetzt noch die Weltkarte hier. Ja, die Weltkarte können wir uns noch mal anschauen, genau. So, das ist USA, so wie ich das sehe. Prima. Da befinden wir uns, ne? Du kannst auch mit L zoomen. Ich glaube, hier. Ach, das ist der Zirkus da unten. Ach, da unten. Wo links? Hier rechts unten. Ah, rechts unten. Ja. Das sieht ja aus wie hier diese Karte von der Ponta Rosa. Aber in Port Prisma gibt es noch einen zweiten Stern zu holen. Ja gut, dann machen wir dann eine nächste Tour. Ne? Alles klar, ich würde sagen, bis später. Zucken mit Sohn!